Kapitel 2 Der Vatikanstaat. Unter allen politischen und religiösen Institutionen, die heute existieren, ist der Vatikan die weitaus älteste. Er ist ein souveräner, unabhängiger und freier Staat, Sitz der Regierung der katholischen Kirche und Zentrum der raffiniertesten diplomatisch-politischen Macht unter den Mächten der Erde. Er ist einer der jüngsten Staaten und an Größe des Gebietes der kleinste souveräne Staat der Welt. Sein unmittelbarer Herrschaftsbereich erstreckt sich über einige hundert Hektar Land und etwa 600 Einwohner. Aber dieser Staat leitet und regiert eine Unzahl fest miteinander verbundene und auf dem Territorium fast alle Völker lebende Menschen. Allein diese Eigenart des Vatikans müsste selbst für einen wenig interessierten Leser ausreichender Anlass sein, sich näher mit ihm zu beschäftigen. Was versteht man unter dem Wort Vatikan? Vatikan, so erklärt uns die Katholik-Enzyklopädia, ist der offizielle Sitz des Papstes in Rom, so genannt nach seiner Lage auf dem flachen Hängen des Vatikanhügels. Im übertragenen Sinn wird der Name gebraucht, um die päpstliche Macht, ihren Einfluss sowie in erweitertem Sinne den der gesamten Kirche zu kennzeichnen. Der Ursprung des Wortes Vatikan ist ungewiss. Einige suchen ihn in dem Namen einer verschwundenen etruskischen Stadt Vaticum, andere leiten das Wort etymologisch von dem lateinischen Wort Vaticinia, Weissagung, ab. Der Vatikanhügel sei der Ort gewesen, von dem aus die etruskischen und später die römischen Priester ihre Weissagungen verkündet hätten. Für die Christenheit erhielt der Vatikanhügel Bedeutung, als dort der Überlieferung zufolge im Jahre 67 der heilige Petrus gekreuzigt wurde. Die Christen errichteten ihm auf dem Hügel eine Grabstätte mit dem Blick zum Nero-Zirkus Caianum, in dem er den Tod gefunden hatte. Kommentar: Als dort der Überlieferung nach der heilige Petrus gekreuzigt wurde, der Überlieferung nach, nicht der Bibel nach. Weiter im Buch. Später wurde an denselben Ort Sankt Linus, Petri Nachfolger, begraben. Sankt Anaceltus, Bischof von Rom und Nachfolger des Sankt Linus, baute die erste Kapelle auf dem Grabmal. Im Laufe der Jahrhunderte wuchs das Ansehen dieses Hügels. Er wurde ein geheiligter Ort, ein Ort der Gottesverehrung, an dem die sterblichen Überreste vieler Päpste zur Ruhe gebettet wurden. Nachdem Kaiser Konstantin aus Dankbarkeit für seine Heilung am Grabmal des St. Petrus oder, was wahrscheinlicher ist, aus politischen Erwägungen den Frieden der Kirche verkündet hatte, baute er dort eine Basilika zu Ehren des heiligen Petrus, des Apostels, Bischofs und Märtyrers. Der Hauptaltar wurde über dem Grab des St. Petrus errichtet. Am 18. November 324 weihte Papst Silvester die Kirche. 10 Jahre zuvor hatte Kaiser Konstantin Papst Miltiades eine Residenz auf dem Lateranhügel zugewiesen. Dort sollten auch die künftigen Päpste wohnen. Wenn ein Papst eine Messe zelebrierte, so tat er es in der Basilika und begab sich von dort zum Lateranhügel zurück. Später wurden neben der Basilika weitere Gebäude errichtet, um die Pilger unterzubringen und für die Priester und den Papst Umkleidemöglichkeiten zu schaffen. Außerdem mussten die Cubiculares, die das Grabmal des Petrus zu bewachen hatten, Unterkünfte erhalten. Papst Symmachus, der nach dem Aufstand des Gegenpapstes Lorenz gezwungen war, den Lateranhügel zu räumen, entschloss sich, mit seinem Hof auf dem Vatikanhügel überzusiedeln und legte damit den Grundstein für den heutigen Vatikan.
Karl der Große, der von seinem Vater den Titel eines Herrschers und Beschützers der Römer geerbt hatte, baute mit Hadrian I. und später mit Leo III. Auf dem Vatikanhügel eine Reihe kirchlicher Gebäude. Im Jahre 846 landeten die Araber, nachdem sie 100 Jahre zuvor von Karl Martel bei Poitiers geschlagen worden waren in Sizilien. Bald darauf erschienen sie vor der Tibetmündung und griffen Rom an. Aurelius verteidigte die Stadt an den Außenmauern. Der Vatikan und die Burg lagen vor diesen Mauern und wurden von den Arabern besetzt. Leo IV. Baute daraufhin zum Schutz des transtiberischen Roms mit Hilfe Kaiser Lothars einen Festungsring, zu dessen Errichtung Spenden aus der ganzen christlichen Welt beitrugen. Das Werk wurde 848 begonnen und 852 beendet. Ein Wall von 40 Fuß Höhe entstand. Das von ihm umschlossene Gebiet wurde Leostadt genannt. In ihr lag das kirchliche Zentrum, in dem später die Päpste residierten. Die ersten, noch groben Umrisse der Vatikanstadt waren damit geschaffen. Nikolaus V. baute den Hauptteil des Vatikanpalastes und begann den Bau der Vatikanbibliothek. Sixtus IV. Errichtete die später nach ihm benannte Sixtinische Kapelle. Im April 1506 legte Julius II. Den Grundstein zur heutigen Basilika des St. Petrus. Ihr Bau wurde ebenso wie der des Palastes unter Sixtus V. vollendet. Die späteren Päpste fügten einige Nebengebäude, Museen, Bibliotheken usw. hinzu. Nach dem Abschluss der Lateranverträge, auf die wir noch zu sprechen kommen, wurde eine Eisenbahnlinie gelegt, ein Postamt und ein Telegraphennetz eingerichtet und eine Rundfunkstation gebaut. Das päpstliche Staatswesen umfasste im Wesentlichen Rom, das Gebiet um die Stadt und die Romagna. Das ging auf eine Übereinkunft mit Karl dem Großen zurück. In diesem Raum herrschten zwar offiziell die Päpste, aber sie nahmen bis ins 15. Jahrhundert hinein nicht unmittelbar Anteil an den Regierungsgeschäften. Auf dem Höhepunkt seiner Entwicklung zu Beginn des 16. Jahrhunderts gehörten zum päpstlichen Staat die Herzogtümer Padua, Piacenza, Modena, Romagna, Urbino, Spoleto und Castro, die Marken und die Provinzen Bologna, Perugia und Orvieto. Mitte des 19. Jahrhunderts hatte er eine territoriale Ausdehnung von etwa 40.000 Quadratkilometern und wurde von 3 Millionen Menschen bewohnt. 1860 wurden die Romagna, die Marken und Umbrien dem neuen italienischen Königreich einverleibt, dem Papst verblieben lediglich die Stadt Rom und die Provinz Latium, siehe Katholik-Enzyklopädie. Am 10. Februar 1798 eroberte General Berthier im Namen der Französischen Revolution die Stadt Rom, um den Tod Dubhots zu rächen. Wenige Tage später wurde Pius VI. Aus Rom ausgewiesen und die päpstliche Herrschaft durch eine römische Republik abgelöst. Ein Jahr zuvor waren französische Truppen unter dem Befehl des Generals Bonaparte gegen den Papst marschiert. Am 19. Februar 1797 hatte Pius VI. Einen Friedensvertrag unterzeichnet, in dem er Bologna, Ferrara und Ravenna an Frankreich abtrat und sich zur Zahlung einer hohen Entschädigung verpflichtete. Es war das erste Mal, dass der Heilige Stuhl Teile seines Herrschaftsgebietes abtreten musste. Der Nachfolger Pius VI. Weigerte sich, die Kontinentalsperre gegen England anzuerkennen. Napoleon ließ daraufhin Rom durch den General Miollis besetzen und zu einer freien kaiserlichen Stadt erklären und unterzeichnete in Wien ein Dekret, das den Kirchenstaat zu einem Bestandteil des französischen Imperiums machte.
1814 kehrte der Papst nach Rom zurück. Am 9. Februar 1849, nach Beginn des italienischen Unabhängigkeitskrieges, verkündete die italienische Konstituierende Versammlung, dass dem Papst alle Garantien gewährt werden sollten, die er brauche, um seine geistliche Tätigkeit unabhängig auszuüben, dass er aber nicht länger das Recht habe, die Bevölkerung Roms zu regieren. Der Papst flüchtete aus Rom, kehrte aber kaum, dass ein Jahr verstrichen war, im Gefolge der Truppen Napoleons III. In die Stadt zurück. 1861 verkündete Graf Cavour, dass Rom die Hauptstadt eines vereinigten italienischen Nationalstaats werden müsse. Zur Lösung der Kirchenfrage schlug er die Formel vor: eine freie Kirche in einem freien Staat. Sie wurde von der katholischen Kirche zurückgewiesen. Cavour und die italienische Regierung versuchten auf allen möglichen Wegen zu einer Verständigung mit dem Papst zu gelangen. Sie boten Entschädigung und jede nur erdenkbare Garantie an. Sie baten Kardinäle, Priester, einflussreiche katholische Laien und selbst den französischen Kaiser Napoleon III. Um Vermittlung, aber der Papst blieb unnachgiebig. Viele Katholiken unterstützten Cavour und baten den Papst, die weltlichen Besitztümer freizugeben, um der Kirche die Freiheit, dem Heiligen Stuhl die Unabhängigkeit, der Welt den Frieden zu schenken und dem neuen Königreich nicht seine Hauptstadt zu rauben. Wie ein katholischer Priester, Pater Passaglia, schrieb: bezeichnend für die damalige Geistesverfassung des Papstes ist, dass er den Priester sofort seines Lehramtes enthob und ihm verfolgte, so dass Passaglia gezwungen war, in Perugia Zuflucht zu suchen. Einige Jahre zuvor hatte der Papst sogar alle Personen exkommuniziert, die bestimmte liberale Gesetze des Königreichs Piemont unterstützt hatten und das Königreich selbst zu einem Verfolger der katholischen Kirche erklärt. Am 29. August 1870 überreichte der Marchese Visconti Venosta dem Papst eine Note, in der die Garantien aufgezählt waren, die die italienische Regierung dem Heiligen Stuhl anbot. Die wichtigsten waren: dem Papst sollten die Würde, die Unverletzlichkeit und alle Vorrechte eines Souveräns und der Vorrang vor dem König und allen anderen Souveränen gewährt werden. Den Kardinälen sollte der Rang von Fürsten und alle damit verbundenen Rechte zubegebilligt werden. Der Papst sollte die volle Souveränität über die leonitische Vorstadt einschließlich des Vatikans und des Kastells St. Angelo erhalten. Die übrigen Artikel behandelten die Immunität der diplomatischen Vertreter beim Heiligen Stuhl und Angelegenheiten innerkirchlichen Art. Alle Garantien sollten Gegenstand einer internationalen Vereinbarung werden. Der Papst weigerte sich abermals mit einem resoluten Non per summus seine Zustimmung zu geben. Diese Weigerung hatte ihre Gründe nicht nur darin, dass die Kirche nicht willens war, Teile ihres staatlichen Territoriums abzutreten, sondern war auch auf religiöse Erwägung zurückzuführen. Das neue Königreich Italien war in den Augen der Kirche ein säkuläres Staatswesen, das heißt, es war der Häresie des Säkularismus und Liberalismus schuldig. Die Kirche könne nichts mit einem Staat zu schaffen haben und noch weniger den Raub ihrer weltlichen Besitztümer durch diesen Staat verzeihen, dessen Lenker sich offen zu den Grundsätzen des Säkularstaates und der immer weiter um sich greifenden Freimaurerei bekennen. Als alle Verhandlungen gescheitert waren, blieb der italienischen Regierung nichts übrig, als ihre Macht zu gebrauchen. Italienische Truppen besetzten am Morgen des 20. September die Stadt Rom.
Die Bevölkerung begrüßte begeistert den Zusammenbruch des päpstlichen Regimes. Unruhen brachen aus. Die italienische Regierung musste Truppen auf dem Petersplatz und in die Umgebung des Vatikans entsenden, um den Papst vor Gewalttätigkeiten der aufgebrachten Menge zu schützen. 1871 verkündete die italienische Regierung ein Garantiegesetz, das die Vorrechte des Pontifex Maximus und des Heiligen Stuhls und die Beziehung zwischen der katholischen Kirche und dem italienischen Staat regelte. Die Bedingungen des Gesetzes waren sehr großzügig. Die italienische Regierung garantierte, dass die Person des Pontifex Maximus geheiligt und unverletzlich sei. Alle Angriffe gegen den Papst oder Beleidigung seiner Person sollten so geahndet werden, als wären sie gegen den König gerichtet. Dem Papst wurde das Recht zugestanden, zum Schutze seines Eigentums Truppen zu halten. Die italienische Regierung erklärte sich bereit, dem Papst ein ständiges und unantastbares Einkommen in Höhe von 3.225.000 Lire jährlich zu zahlen. Die päpstlichen Paläste im Vatikan und Lateran sollten unverletzlich und von jeglicher Steuer befreit sein. Keine staatliche oder öffentliche Stelle sollte das Recht haben, die päpstlichen Paläste ohne ausdrückliche Erlaubnis des Papstes zu betreten. Die Vertreter ausländischer Regierung beim Heiligen Stuhl sollten alle Privilegien genießen, die das Völkerrecht für Diplomaten vorsieht. Die Bischöfe sollten nicht zu Eidesleistung gegenüber dem König verpflichtet sein, religiöse Fragen sollten in völliger Freiheit diskutiert werden können. In dem Streit, der nach dem Erlass des Gesetzes entbrannte, ging es weniger um diese Garantien als vielmehr um den säkulären und liberalen Charakter der italienischen Regierung, die sich hartnäckig weigerte, ein Konkordat abzuschließen. In Wirklichkeit wurde, wie schon bei früheren Gelegenheiten deutlich, dass sich die katholische Kirche aus religiösen Gründen weigerte, ein politisches Übereinkommen zu treffen. Als schließlich 1919 Papst Benedikt XV. Einsah, dass keine Aussicht bestand, mit der italienischen Regierung ein Konkordat abzuschließen, erklärte er sich bereit, auch ohne Konkordat zu einem Übereinkommen zu gelangen. Nach 1922, als in Italien bereits das faschistische Regime herrschte, leitete Benedikts Nachfolger Pius XI., von dem der katholische Professor Dr. Binchey in Church and State in Fascist Italy schreibt, er habe keinerlei Sympathien für die Demokratie und für parlamentarische Institutionen gehabt, Verhandlungen ein, um die römische Frage, wie es damals hieß, zu lösen. Er verlangte den Abschluss eines Konkordats. Das bedeutete, dass der Katholizismus Staatsreligion werden und die katholische Kirche das Recht erhalten sollte, das Erziehungswesen und ähnliche Einrichtungen zu kontrollieren. Nach längeren Verhandlungen wurde der Lateranvertrag abgeschlossen. Er respektierte das Territorium des Vatikans als das eines unabhängigen und souveränen Staates. In dem Vertrag, der mit den Worten »Im Namen der heiligen Dreieinigkeit« beginnt, heißt es unter anderem, »die katholisch-apostolische und römische Religion ist die einzige Religion des Staates.« Durch diesen Vertrag erkannte Italien ferner die Souveränität des Heiligen Stuhls an und verpflichtete sich, dem Vatikan 750 Millionen Lire zu zahlen und ihm italienische 5%ige Staatsanleihen in Höhe von 1 Milliarde Lire Nennwert zu überschreiben. So entstand im Februar 1929 der Vatikanstaat, wie wir ihn heute kennen. Der Vatikanstaat umfasst das Territorium, auf das sich entsprechend dem Lateranvertrag die weltliche Souveränität des Heiligen Stuhls erstreckt. Dazu gehören die vatikanischen Paläste, die Gärten und Anlagen der Basilika des St. Petrus und der Petersplatz sowie die anliegenden Gebäude.
Alle männlichen Erwachsenen des Vatikanstaates stehen im direkten Dienst der katholischen Kirche oder ihrer Geistlichkeit. Das ist die allgemeine Voraussetzung, um das Wohn- und Staatsbürgerrecht des Vatikanstaates zu erlangen. Der Papst vereinigt in seiner Person die gesetzgeberische, ausführende und richterliche Gewalt. Wenn er abwesend ist, geht sie auf das Kardinalskollegium über. Für die Verwaltung des Vatikanstaates ernennt der Papst einen Gouverneur, einen Laien, dem ein beratendes Gremium zur Seite steht. Der Gouverneur ist für die öffentliche Ordnung, die Sicherheit, den Schutz des Eigentums und so weiter verantwortlich. Das einzig gültige Recht ist das kanonische Recht, zu dem einige spezielle städtische Verordnung und die Gesetze des italienischen Staates treten, die dem Vatikan angemessen scheinen. Der Papst hat keine private Armee, sondern nur eine geringe Zahl farbenprächtiger Wachen, die hauptsächlich bei religiösen oder diplomatischen Zeremonien in Erscheinung treten. Die berühmte Schweizer Garde wurde erstmals im September 1505 durch die Anwerbung von 150 Mann aus dem Schweizer Kanton Zürich aufgestellt. Im Jahre 1512 ernannte Papst Julian II. Diese Garde zu Difensori della Libertà della Chiesa. Papst Pius VII. Schuf 1816 die kirchliche Gendarmerie Carabinieri, Carabinieri genannt. Außerdem wurde eine Ehrengarde zur persönlichen Begleitung des Papstes gebildet. Ihr gehören nur Mitglieder römischer Patrizierfamilien und des Adels an. Der Vatikan gibt eigene Briefmarken heraus, prägt Münzen und besitzt eine Rundfunkstation und eine Eisenbahn. Sein Verwaltungsapparat unterscheidet sich kaum von dem eines modernen Staates. Der Vatikan hat seine eigene Zeitung, den Osservatore Romano. Sie erschien erstmals im Jahre 1860. Papst Leo VIII. Kaufte die Zeitung 1890 auf und machte sie zum offiziellen Organ der katholischen Kirche. Sie gibt die Ansichten des Vatikans zu wichtigen politischen und sozialen Weltgeschehnissen wieder. Wie jeder andere Staat braucht auch der Vatikan Geld, um seine Verwaltung in Gang zu halten. Dazu gehören die Löhne und Gehälter für die Angestellten und Botschafter, die Budgets für die Kirche, für die Seminare und für die zahlreichen anderen Institutionen, hohe Summen für die Missionen in allen Ländern der Erde und schließlich die Gehälter für die Beamten im Verwaltungsapparat des Vatikans. Diese zählen zu den niedrigst bezahlten Beamten der Welt. Die Einnahmen des Vatikans flossen bis 1870 hauptsächlich aus seinen weltlichen Besitztümern aus dem damaligen Kirchenstaat. Seither sind andere Quellen erschlossen worden, die Kassen des Vatikans füllen. Es ist kaum möglich, die Ausgaben des Vatikans zu schätzen, denn es gibt keine Haushaltspläne, auch die Einnahmen werden nicht veröffentlicht. Zu Beginn des Jahrhunderts wurden die für den Vatikan notwendigen Mindesteinkünfte auf 800.000 Pfund Sterling jährlich veranschlagt. Gegenwärtig fließen die Einkünfte des Vatikans vor allem aus zwei Arten von Quellen, den ordentlichen und den außerordentlichen. Unter den ordentlichen Quellen ist die wichtigste der sogenannte Peterspfennig, eine freiwillige Steuer, die seit 1870 in den katholischen Ländern erhoben wird, um die Einkünfte zu ersetzen, die bislang aus den päpstlichen Besitztümern gekommen und nach deren Übernahme durch den italienischen Staat weggefallen waren. Der Gedanke des Peterspfennigs erwies sich als überaus lukrativ. Im Übrigen war diese Einrichtung keineswegs neu, sie existierte bereits einige Jahrhunderte zuvor. In England zum Beispiel wurde 1559 die Erhebung dieser Steuer von der Königin Elisabeth untersagt. Drei Jahrhunderte später griff man auf sie zurück.
Die protestantischen USA sind die großzügigsten Geldgeber des Vatikans und der katholischen Kirche. Die Summen der dort erhobenen Peterspfennige ist höher als die aller anderen Länder. Den USA folgen Kanada, die Republiken Südamerikas und in Europa Spanien, Frankreich und Belgien. Die USA wurden aber, nachdem der Papst seine Besitztümer verloren hatte, nicht nur der großzügigste Geldgeber des Vatikans, sondern auch dessen größter Bankier. 1870 gewährte das Bankhaus Rothschild dem Vatikan eine Anleihe in Höhe von 200.000 Scudi. Scudi, italienische Silbermünze im Wert von 5 Lire. 1990 entsandte der Vatikan einen Sonderbeauftragten in die Vereinigten Staaten, um eine Anleihe in Höhe von 1 Million Dollar aufzunehmen. In demselben Jahr überreichte die Vereinigung der Kolumbusritter dem Vatikan ein Geschenk in Höhe von mehr als 250.000 Dollar. 1928 erhielt der Vatikan durch die Bemühungen des Kardinals Mundelein eine in 20 Jahren tilgbare zu 5% verzinste Anleihe in Höhe von 300.000 Pfund Sterling. Als Sicherheit wurde das Kirchenvermögen in Chicago herangezogen. Weitere ordentliche Einkünfte der katholischen Kirche sind alle möglichen Steuer und Gebühren aus Kanzleien und Personenstandsämtern, bei Eheschließung, bei Verleihung von Adelstiteln, Ritterorden und so weiter. Die Höhe der außerordentlichen Einkünfte des Vatikans ist schwer zu schätzen. Zu ihnen gehören Geschenke und Erbschaften, die manchmal in die Millionen gehen. Bei den Wallfahrten spendet jeder Pilger einen gewissen Betrag. Von einem amerikanischen Pilger wird als Mindestsumme 1 Dollar erwartet. Solche Wallfahrten finden häufig statt. Die Anzahl ihrer Teilnehmer geht hoch in die Tausende. Von 1929 bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erhielt der Vatikan von der faschistischen Regierung Italiens mehr als 750 Millionen Pfund Sterling als Entschädigung für den Verlust des päpstlichen Besitztümers. Amerikanische Schätzungen Seldes besagen, dass sich die Gesamteinkünfte des Vatikans zwischen den beiden Kriegen auf ungefähr 180 Millionen Lire jährlich beliefen. Seitdem ist die Summe bedeutend gestiegen. Eines der Hauptziele, die der Vatikan verfolgt, ist seine Anerkennung als offizielles diplomatisch-politisches Zentrum der katholischen Kirche. Er hat seine Vertreter bei vielen Regierungen und empfängt die Botschafter großer und kleiner Nationen. Die diplomatischen Vertreter des Vatikans tragen im Allgemeinen die Bezeichnung päpstliche Legaten, päpstliche Nunzien oder apostolische Gesandte. Sie stehen im Botschafterrang und genießen die gleichen Rechte wie die Botschafter aller anderen Staaten. Folgende Hauptaufgaben sieht das kanonische Recht 267 für die Diplomaten des Vatikans vor. A. Gute Beziehung zwischen dem Apostolischen Stuhl und der Regierung, bei der sie akkreditiert sind, zu pflegen. B. Die Interessen der Kirche innerhalb des ihnen zugewiesenen Gebietes zu wahren und den Papst über die Verhältnisse zu ihrem Tätigkeitsbereich zu informieren. C. Außer dieser normalen Tätigkeit auch alle Aufgaben zu übernehmen, mit denen sie betraut werden. Das höchste Ziel seiner Diplomatie erblickt der Vatikan im Abschluss eines Konkordats mit der betreffenden Regierung. Obwohl die Verhandlungen über diesen Vertrag gewöhnlich von den interessierten Parteien unmittelbar geführt werden, ist die Rolle, die die päpstlichen diplomatischen Vertreter dabei spielen, von höchster Wichtigkeit. Ein Konkordat ist ein Übereinkommen, in dem der Vertrag schließende Staat der katholischen Kirche bestimmte Privilegien gewährt und deren Stellung und Rechte innerhalb des Staates anerkennt. Die Kirche verpflichtet sich dafür,
die betreffende Regierung zu unterstützen und sich nicht in politische Angelegenheiten einzumischen. Solche Verträge sind dann besonders erwünscht, wenn Angelegenheiten rechtlicher und zugleich religiöser Art Streitigkeiten hervorrufen können. In solchen Fällen stärkt ein Konkordat erheblich die staatliche Autorität, wie Leo XIII. Sich ausdrückte. Der Papst sei stets bereit, den Herrschern Europas die Kirche als einen oft benötigten Schutz anzubieten. Wenn es nicht möglich ist, ein Konkordat abzuschließen, ist der Nuntius angewiesen, ein Übereinkommen anzustreben, das auch ohne einen formgerechten Vertrag zu einem Modus vivendi führt. Erweist sich dies ebenfalls als unerreichbar, dann kann der Vatikan bei bestimmten Anlässen einen päpstlichen Beauftragten zu der in Betracht kommenden Regierung entsenden. Die ständige Wahrnehmung der kirchlichen Interessen bei dieser Regierung überträgt der Vatikan dann gewöhnlich dem örtlichen Kirchenprimas, obwohl sich die Diplomatie des Vatikans äußerlich von der einer weltlichen Macht kaum unterscheidet, so unterscheidet sie sich von ihr in ihrer Zielsetzung und in den Mitteln, die ihren Vertretern zur Verfügung stehen, sehr wesentlich. Der päpstliche Repräsentant hat nicht nur die diplomatischen und politischen Belange des Vatikanstaates zu vertreten, sondern vor allem auch die Interessen der katholischen Kirche als einer religiösen Institution wahrzunehmen. Er hat also eine zweifache Mission. Entsprechend dieser Situation verfügt er nicht nur über die diplomatischen Mittel, die jedem diplomatischen Vertreter zu Gebote stehen, sondern er kann darüber hinaus auf die weitreichende Macht der katholischen Kirche sowohl innerhalb als auch außerhalb des Landes, in dem er akkreditiert ist, zurückgreifen. Mit anderen Worten, der päpstliche diplomatische Vertreter kann über die gesamte Hierarchie des betreffenden Landes gebieten, von den Kardinälen über die Erzbischöfe und Bischöfe bis hinunter zum unbedeutendsten Gemeindepfarrer. Obendrein leisten die katholischen sozialen, kulturellen oder politischen Organisationen und Parteien des Landes allen seinen Weisungen Folge. Der Nuntius vermag daher einen beachtlichen Druck auf eine Regierung auszuüben, einen Druck religiös-politischer Natur, über den kein weltlicher Diplomat verfügt. Da jeder Geistliche faktisch ein Anhänger des Vatikans ist und ihm zugleich wichtige Informationen über die Verhältnisse in seiner Gemeinde, bei einem Bischof in seiner Diözese, bei einem Primas im gesamten Staatswesen zugänglich sind, gehört der Vatikan, dem all diese Informationen zufließen, zu den wichtigsten wirtschaftlichen, sozialen und politischen Informationszentren. Hält man sich ferner vor Augen, welchen Einfluss der Vatikan auf die verschiedenen katholischen Parteien oder katholischen Regierungen ausüben und im nationalen oder internationalen Bereich wirksam werden lassen kann, so erkennt man rasch, welche Macht diese diplomatisch-politische Zentrale in der ganzen Welt darstellt. Diese Macht wird von vielen Ländern respektiert, auch von nicht-katholischen Staaten wie den USA und England, ja selbst von nicht-christlichen Japan. Im Krieg gewinnt der Vatikan als diplomatisches Zentrum erheblich an Bedeutung. Der kriegsführenden Parteien können trotz des Abbruchs der diplomatischen Beziehung auf dem Weg über den Vatikan miteinander Kontakt aufnehmen. Diese Dienste und die Informationen, die der Vatikan auf diese Weise von beiden Seiten erhält, verleihen ihm in den Augen der weltlichen Mächte großes Ansehen. Das war einer der Gründe, aus denen sich während des Ersten Weltkrieges alle interessierten Länder, Deutschland, die Schweiz, Griechenland, Großbritannien, Frankreich und selbst das zaristische Russland,
beeilten, ihre Vertreter in den Vatikan zu entsenden. Am Ende des Krieges waren 34 ständige diplomatische Vertreter beim Papst akkreditiert. Diese Zahl verdoppelte sich im Zweiten Weltkrieg. Große Länder wie die USA und das nichtchristliche Japan suchten nach Mitteln und Wegen, beim Vatikan diplomatisch vertreten zu sein. Die USA bedienten sich eines diplomatischen Kunstgriffs. Sie schickten einen persönlichen Botschafter des Präsidenten. Das japanische Kaiserreich ließ beim Heiligen Stuhl einen Gesandten im Rang eines Botschafters akkreditieren. Der Vatikan war vom Anfang bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges mit seinen 52 Botschaftern, Beauftragten und persönlichen Gesandten aus den verschiedensten Ländern ein diplomatisch-politisches Zentrum, das sich durchaus mit den Hauptstädten jener Länder vergleichen konnte, in denen über Krieg und Frieden entschieden wurde. Wir werden später sehen, weshalb der Vatikan, obwohl er nicht ein einziges Flugzeug, nicht einen einzigen Panzer, nicht ein einziges Kriegsschiff besaß, dennoch in der Lage war, sowohl vor als auch während des Zweiten Weltkriegs mit den größten Militärmächten der Erde zu verhandeln.